Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderschönen und tollen Folge von Desolate. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwas greift mich hier die ganze Zeit an. Und ich weiß nicht was. Toll. Okay, oh nein, da steht schon wieder so ein Spast. So ein Spasti-Vieh. Ich muss mich erstmal heilen. Ja, wie geht denn das jetzt eigentlich gleich wieder? Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. So, also wir können auf jeden Fall die Salbe nehmen. Das sollte erstmal reichen. So, oh ja, ich hätte auch was essen können. Aber erstmal, welche Mission hatten wir eigentlich? Erstmal die Mission wechseln, das scheint mir nicht die richtige zu sein. Wo war mein Tagebuch? Ach, leck mich am Arsch, ich habe alles vergessen. Da. Den nächsten Tatort finden. Nein, das brauchen wir nicht. Zur Kirche. Waren wir nicht schon bei der Kirche? Die Farm im Sektor E3 finden. Ja, genau das war's. So, was habe ich denn jetzt eigentlich für Trauma? Bestimmte durch den Sturz gerade habe ich die bekommen. Hunger? Oh, toll. Ja, du Arschloch. Natürlich greifst du mich direkt wieder an. So. Warum denn auch nicht, ne? Gut. Direkt wieder das nächste Trauma zugefügt. Selbstheilung durch Hunger. Sepsis, schwere Krankheit. Ja, nice. Toll. Oh Gott, wir werden sowas von sterben. Ey, was ist denn jetzt los? Darf ich mich bitte erstmal bewegen? Danke. Ihr wollt ja alle unbedingt sterben, also tue ich euch den Gefallen. So. Und schnapp mir die Beute. Darf ich mich jetzt mal ganz kurz ausruhen? Dankeschön. So. Jetzt haben wir das mit dem Durst auch wieder geklärt. Ist ja sehr lieb von euch. Gut, wie gesagt, das ist schon wieder viel zu lange her. Das heißt, ich werde erstmal ordentlich verkacken. Es freut uns sicher alle. Und diese Viecher, die gehen mir jetzt schon wieder auf den Sack. Kommen die da zu 1000 Stück daher und greifen mich an. Oh. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Hier ist ja alles voll kaputt. Cool. Ja, stimmt. Erstmal sollte ich mir vielleicht eine Salbe herstellen oder sowas. Die sind jetzt alle aufgebraucht. Ja, viele sind es eh nicht, die ich da machen kann. Super toll. Okay. Ja, irgendwie kriegt man das schon hin. Vorräte haben wir genug. Neuer Ort eröffnet. Die Farm. Den Kompass auf dem Gelände der Farm finden. Gut. Und was machen wir mit dem Kompass? Ich habe alles wieder vergessen. Wie immer halt. Es hat sich nichts geändert. Ich mache etwas und dann vergesse ich es wieder. So, fast wie so ein Alzheimer-Patient eigentlich. Nein, hier ist nix. Ist hier irgendwer, den ich töten muss? Den ich töten kann? Es hört sich danach an, ja, hier ist jemand. Ich bin nicht alleine. Direkt mal abspeichern, weil ich habe keinen Bock jetzt hier, mich schon wieder durch diese Viecher zu kämpfen, wenn ich sterbe. Wenn ich sterben sollte. Wo bist du denn? Ich kann dich gerne von deinem Leid erlösen. Da hinten steht er, da vorne, nicht da hinten. Und da kommt noch einer. Hallo. Ich bin nicht erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Und zwar sowas von gar nicht. Darum verpiss dich bitte. Und du da genauso. Bitte einfach alle verpissen. Zack. So. Erstmal das hier alles schön. Ganz in Ruhe looten. Oh Gott, da stehen ja gleich zwei. Das sind alles nur Verrückte, ne? Mit denen kann ich fertig werden. So.
Wasser. Ja, was nehmen wir davon denn mit? Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir schon haben und was nicht. Ich glaube, die Schere kann man auseinanderbauen. Ja, Axt normal auch. Und das Medikament nehme ich mit. So, jetzt suche ich mir erstmal hier einen Platz. Hier zum Beispiel, was ist das? Eine Werkbank. Repariere ich die gerade oder? Okay. Hab sie nicht repariert, alles klar. Passt schon. Was ist hier drin? Oh, ja, dem nehme ich jetzt mal nicht mit. Warum sollte ich auch? Gut, was habe ich denn jetzt schon wieder für Traumata? Das werden ja immer mehr. Unruhe, Stress, ja. Gut, Stress kann ich bekämpfen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Da rauche ich ganz schnell ein und dann ist die Sache erledigt. Gut. Also hier in der Nähe scheint keiner mehr zu sein. Das heißt, ich kann mich erstmal hier in Ruhe um alles kümmern. Was zum Beispiel kommt hier rein? Ich habe ja noch keine Energiezelle gesehen. Da ist eine Tür. Vielleicht kriege ich die Tür damit auf. Das wäre eigentlich ganz cool sogar. Weil bis jetzt immer, wenn wir was mit diesen Energiezellen gemacht haben, hat sich irgendwie nichts verändert. Also es, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte zumindest. So. Okay. Ist hier irgendwas? Bitte aufstehen. Das ist was zum Einsammeln, oder? Ja, egal. Brauche ich nicht unbedingt. Oh, das kann man direkt... Obwohl, nein, nicht essen. Aber den hier kann man auseinanderbauen. Den brauche ich gerade nicht. Oho, was haben wir denn hier? Schlagstock. Aber der ist schwach, der Schlagstock. Ich nehme ihn mal mit, weil er selten ist. Und das Gewehr. Irgendwas hatten wir wegen dem Gewehr gesagt, aber ich weiß nicht mehr was. Dass wir da keins mehr brauchen oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß nur, wir müssen den Kompass finden. Wo auch immer der ist. So, das brauchen wir alles nicht mehr. Ist die besser wie mein Gewehr? BG2. Also das ist halt ungewöhnlich. Und das ist halt auch ungewöhnlich. Also es ist scheißegal, dann kann ich die hier entladen. Ah, vielleicht hätte ich sie erstmal in mein Inventar reintun sollen. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, komm. Scheiß drauf. Und eieiei. So langsam. Merkt man halt schon, dass Hunger und Durst ordentlich zugenommen haben, ne? Leichtes Trauma. Also die ganzen anderen Sachen haben sich erledigt, die ich vorher hatte. Jetzt ist nur noch das leichte Trauma da. Die Sepsis ist anscheinend auch von selber weggegangen. Das ist gut. Okay, soll ich gegen sie kämpfen oder nicht? Das ist die Frage. Oh, ho, 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 ho. Nein, ich bin nicht hier. Die schlagen Alarm, die Dinger. Also, glaube ich zumindest. Ich bin nicht hier. Was sind eigentlich das für Dinger? Kann man da irgendwas machen? Nein. Weiß ich ja nicht. Vielleicht kann man damit was machen, vielleicht auch nicht. So, also die will ich umgehen. Mir fällt gerade auf, dass hier auch extrem wenig Kräuter und sowas sind. Normalerweise sind in solchen Gebieten immer wesentlich mehr. Ist halt nicht so gut. Ah, gerade wenn ich davon rede, ne? Da hinten sind sie. Okay, das ist gut, dass ich die jetzt gefunden habe. Gatoschki! Und was haben wir hier noch? Sonst nix, oder? Scheiße. Keine Gatoschki mehr. Halt die Fresse!
Ich schleiche mich extra von hinten an. Ja, voll von hinten. Kannst du nicht mal die Schnauze halten? Ganze Zeit schreit er hier rum, ey. Nur weil ich vorhab, ihn umzubringen. Eieieiei, ich verstehe schon, du willst nicht, dass ich dich loote. Geht doch gar nicht. Ist der noch da? Ah, da läuft er rum. Den töte ich schnell, dass er mir nicht mehr im Weg steht. Oder er tötet mich, je nachdem. So, halt die Klappe. Gut. Der wäre auch erledigt. Wo soll dieser scheiß Kompass sein? So, und dich mache ich jetzt auch endlich mal kalt, weil du gehst mir echt auf den Sack. So. Die ganze Zeit läuft es da rum und schreit. Oh, gut. Hier sind wir in Sicherheit. Hoffe ich. Hä? Thermometer. Nice. Ach ja, den Apfel. Solange ich den mitnehmen kann, nehme ich ihn mal mit. Nicht, dass es unbedingt nötig wäre, aber ich nehme ihn mal mit. Da kann man ja irgendwas Giftiges, glaube ich, draus herstellen. So war das doch. Zu trinken haben wir eigentlich genug, aber ich nehme jetzt trotzdem mal ein bisschen was zumindest. So. Also eigentlich haben wir von allen genug. Wir müssen nicht unbedingt sparsam sein. Und Hunger und Durst erfordern das tatsächlich auch, dass wir ein bisschen mehr an Gewicht zulegen. Also halt Essen und sowas. Nicht an dem, was wir mitnehmen. Ja, da. Das kann man essen. Was ist das? Einfaches Abendessen. Ja, hau mal rein. So, und Durst habe ich auch. Das ist schmutziges Wasser, ja? Nein? Das ist schmutziges Wasser. Okay, dann. Warte, habe ich sonst noch irgendwas, hohe Stress oder sowas? Nee, dann kann man das Wasser hier ganz normal trinken. Ah, noch ein bisschen mehr. Da kann man ruhig reinhauen. Ich habe ja genug. So. Kann ich jetzt alles wieder reinhauen. Also zurückholen halt. Das sind jetzt 4 Stück. Ja, passt einmal noch. Dann habe ich alles wieder drin. Okay, wo ist der scheiß Kompass? Wir müssen hier unsere Mission, den Kompass auf dem Gelände der Farm finden. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Hallo. Ich mag das Fall nicht, dass du da so rumläufst. Hör bitte auf damit. Unterlassen Sie das bitte. Dafür muss ich, glaube ich, nicht mal unbedingt meine starke Waffe hernehmen. Das ist ja die verbesserte. Ich kann auch hier den Schlagstock benutzen. Sieht voll scheiße aus, aber ich kann ihn benutzen. Oh, noch ein Auto zum Untersuchen. Ja, habe ich schon gar nicht mehr erwartet. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was wir jetzt alles haben und was nicht. Darum kann man das jetzt, glaube ich, schon alles mitnehmen. Und jetzt ist nur noch der da übrig, hoffe ich. Ach komm, den erledige ich jetzt schnell. Dich mache ich jetzt schnell fertig. Und dann ist die Sache erledigt. Dann sind, glaube ich, alle erstmal weg. Bis sie halt wieder neu spawnen. Gut, und das nutze ich jetzt auch gleich mal aus, dass ich hier mein ganzes Zeug machen kann. Also erstmal Wasserreinigung, ist ja klar. Erstmal die ganzen organisatorischen Dinge erledigen und dann kann man weitermachen. Dann hat man das nämlich erledigt und kann sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Das ist doch schon mal ganz gut. Zum Beispiel könnte ich jetzt Kräutertee machen. Werde ich aber nicht, weil daraus mache ich dann lieber die Salbe, genau. So, und was habe ich hier noch? Ich kann Chips herstellen. 7-mal. Brauche ich die für irgendwas?
Macaroni. Ich weiß, dass ich die für irgendwas brauche. Ich weiß nur nicht mehr für was. Für irgendein Rezept oder so. Aber ich glaube, das kann ich hier gar nicht machen, sonst hätte ich schon gefunden. Ja gut, dann mach mal das Gemüsezeugs. Hier, was soll man? Einfaches Mittagessen. Verarbeiten wir erstmal das Fleisch, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich alles Fleisch hier, ist ja klar. So, Obst ist Fleisch, ist genau das gleiche. Wissen wir ja alle, haben wir schon damals im Unterricht in der Schule gelernt. Als wenn man da was lernen würde. Oh je. So. Was auch wieder alles erledigt. Schön. Jetzt schnell hier das Auto noch abchecken und alles abchecken. Werkzeugkasten. Jo, bis... Ach, jetzt habe ich schon wieder ein Feuerzeug aufgenommen. Wow, 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 wow. Nicht verbrennen. So. War mal hier schon drin. Ne, hier war man noch nicht drin. Das ist gut. Ich glaube, jetzt kann ich auch schon wieder Licht machen, weil ist ja niemand mehr da. So, Trockenfrüchte. Oh, auch ein seltenes Gut eigentlich, ne? Glaube ich. Kompressor. Ach, ich habe immer Kompass gelesen. Kompressor, okay. Gehärteter Stahl brauche ich 2 Stück. Ja, das sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Den kann ich ja selber herstellen. Da brauche ich nur das Feuer für. Habe ich den schon durchsucht? Ja. Okay, wenn da leer dabei steht, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich den schon durchsucht habe. Endlich haben wir das Teil gefunden. Jetzt gehärteter Stahl. Gut. Was brauche ich für den gehärteten Stahl? Normalen Stahl. 2 Stück. Das machen wir doch direkt nicht. Ich tag das hier. Waffe wechseln bitte. Danke. So. Schon wieder erledigt. War ja ganz einfach. Jetzt nehme ich erstmal wieder alles mit, solange bis ich wieder in Sicherheit bin. Dann kann man hier ein bisschen was aussortieren, was auch immer das ist. Stoßdämpfer. So, jetzt hätte ich gerne meine 2 Stahl. Nein, 4 Stahl brauche ich, weil ich brauche ja 2 gehärtete Stahl. Genau. So, einmal das bitte und dann... Ah, ich brauche mein Basiswerkzeug dafür. Scheiße. Okay, das ist natürlich uncool. Kann ich hier irgendwie mein Basiswerkzeug herstellen? Ich glaube nicht, ne? Das ist natürlich sehr schlecht. Was mache ich denn jetzt? Boah, das ist eine gute Frage. Was mache ich jetzt? Jo, 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 was machen wir denn? Erstmal sollte ich vielleicht gucken, kann ich das Basiswerkzeug vielleicht hier so herstellen? Hier ist das Basiswerkzeug. Dafür brauche ich eine Schere und ein, was auch immer das ist. Das ist nicht so gut. Verbessertes Werkzeug. Haben wir auch nicht am Start. Und ich weiß halt nicht, was wir sonst noch brauchen. Sonst würde ich mir vielleicht mal überlegen, zur Basis zurückzugehen. Soweit ist es ja jetzt nicht. Obwohl, wir können auch eigentlich einfach eine andere Mission machen. Das geht natürlich auch. Gehärteter Stahl. Wir haben ja genug zur Auswahl. Was haben wir denn hier noch?
Proben der Churaka-Stimmbänder gewinnen. Das kann man so nebenbei machen. Rang 9 erreichen, verstehe ich immer noch nicht. Zur Kirche im Sektor H6 gehen. Das könnten wir mal in Angriff nehmen. Wo ist denn H6? H und 6 ist weiter unten. Boah, das ist auch ziemlich weit, ne? Puh. Ja, Schnellreisesystem, ne? Den nächsten Tatort finden. Ja, gut. Gucken wir mal, wo. Oh, ja, ich sollte vielleicht erstmal schauen, wo das überhaupt ist. M2 in Sektor H5 finden. H5, H5. Da. Ja gut, H5 ist jetzt auch ziemlich hier in der Nähe, ne? Da, wo das andere war, wo dieses, das hier war, das H6. Ja, natürlich ist das in der Nähe. Ja, okay, dann machen wir einfach die Hauptmission weiter und bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir im Lager sind, falls ich es nicht vergesse, machen wir dann einfach gehärteten Stahl. Wenn wir wieder bei uns daheim sind. Das sollte eigentlich so funktionieren. Okay, wo geht's lang? Hier. So, dann machen wir jetzt einfach die Hauptmission weiter. Was war eigentlich gleich wieder die Hauptstory? Ich habe schon alles wieder vergessen. Weil ich das jetzt echt schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Beziehungsweise halt einfach viel zu große Pausen zwischen den Aufnahmen mache. Da wird mal was aufgenommen und dann reicht es für einen Monat und dann nehme ich einen Monat oder so nicht auf, zum Beispiel. Kann schon vorkommen. So. Oder für eine Woche oder sowas, das reicht ja auch. Oh, da ist wieder so ein Poster. Und dann natürlich in der ganzen Zeit habe ich vieles schon vergessen. Ist ja auch irgendwo logisch. Für mich zumindest. das kann ich, glaube ich, direkt benutzen, ja. Was, was, was? Leichtes Trauma. Lunge des, nein. Prellung des Beckens. Alles klar. Ereignis unter Null. Was macht denn das? Oh, nicht so gut. Macht nicht so gut einfach. So. Dann gehen wir mal heim. Die Energiezelle habe ich jetzt nicht gefunden, aber die habe ich sogar fast schon wieder vergessen. Interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Von da sind wir gekommen, ja genau. Ach so, du bist das. Auto. Naja, passt. Braucht man nicht noch weiter zu durchsuchen. Ja, okay, so weit ist es jetzt eigentlich nicht weg, ne? Diese paar hundert Meter da. Na gut, die muss ich jetzt nicht unbedingt jagen. Oh! Die muss ich nicht unbedingt jagen, aber da ist irgendwas. Glaube ich. Ich glaube, das ist ein Aufzug, oder? Das wäre cool, noch so ein Aufzug. Irgendwas ist hier. Ja. Lauf gefälligst. Okay. Fahrstuhl. Tagebuch aktualisiert. Noch was für einen Fahrstuhl finden wahrscheinlich. Wo ist es denn? Alte Werkbank. Hier, Fahrstuhl. Transformator und Radioapparat. Oh, das ist ja gar nichts. Das geht ja noch voll. Ja, dann bekommen wir wahrscheinlich noch einen Aufzug für Schnellreise. Das ist nice. Das gefällt mir. Müssen wir nicht immer so dumm hin und her rennen. Jo. Das wäre schon mal echt gut, wenn wir bisschen mehr Auswahl hätten, wo wir denn hinreisen könnten. Ja, das ist ein Träumchen. Ein wunderschöner Traum, den wir wahrscheinlich nie erreichen werden, weil ich das schon wieder vergesse und hier bei dem Bär jetzt sterbe. Natürlich lasse ich mir die Chance, einen Bären zu jagen, nicht entgehen. Ist ja irgendwo logisch, oder? Nein? Gut. Dann ist ja okay, wenn das nicht logisch ist. Kommt er da einfach aus den Schatten angeschlichen?
Bleib mal still. Habe ich ihn überhaupt getroffen? Ich glaube nicht. Doch. Nachladen, 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 nachladen. Lauf doch. Oh ja, das waren ein paar sehr gute Treffer. Ey, was machst du da? Wow, wow, wow. Ei, ei, ei. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Es wird ein sehr knapper Kampf. Scheiße! Ah. Wo ist hier der nächste Wiederbelebungsort? Verdammte Scheiße! Oh Mann. Gut, das würde jetzt dann heißen, dass ich das Spiel wieder neu laden muss, ne? Weil ich werde jetzt natürlich nicht wieder hier da rumlaufen, so dämlich den ganzen Weg. Nee, nee. Oder? Ist das jetzt weit weg? Aber ich habe meine ganzen Sachen verloren, ja. Ich habe doch diesen Perk, dass ich hier die Sachen nicht mehr verliere. Das ist bis jetzt noch nicht einmal aktiv geworden. So, ich versuche das jetzt mal einfach. Oder? Weil ohne die Waffen und Ausrüstung und sowas ist es, glaube ich, sinnlos. Nee, ich lade das lieber. Gehen wir mal zum Hauptmenü, vielleicht bringt das was. Weil sonst, wenn ich aus dem Spiel heraus immer lade, dann bringt das nichts. Dann stürzt das Spiel immer ab. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Scheiße, jetzt hat er mich doch echt erwischt. Dieser Kackbär. Ah, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. War aber irgendwie klar. Ich weiß nicht, warum der mich jetzt so schwer erwischt hat die ganze Zeit, aber... Vielleicht war meine Rüstung im Arsch oder der war einfach viel stärker, als ich gedacht habe. Ja, das wird es wahrscheinlich sein, dass ich ihn einfach schlicht und einfach unterschätzt habe. Hm. Winnie Pooh kann ganz schön krass werden, wenn er seinen Honig nicht bekommt. Da müsst ihr aufpassen, Leute. Hm. Na? Was ist denn jetzt los? Hallo. Na gut, das hier scheint noch eine Weile in Anspruch zu nehmen. Ich denke, wir beenden die Folge hier ganz einfach. Ich hoffe mal wieder, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn das Ende jetzt ein bisschen, ja, unbefriedigend war. Und trotzdem hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge von Desolate wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.